Tag Leute, ich bin's, der Hardy. Der heutige Patient ist wieder mal der Mercedes. Schauen wir uns mal an, was heute so gemacht wird. Ich habe hier ein Paket von Redex. Darin befindet sich meine neue Brake Disc. Bedeutet, eine Disc, auf der meine Breakdance-Musik drauf ist. Das ist aber eine große CD. Mal gucken, ob ich die überhaupt reinkriege. Okay, so wie es aussieht, passt sie nicht in meinen CD-Spieler rein. Schade. Direkt zurückschicken. Vielleicht passt ja dann die zweite CD. Hier sind auch noch Breakdance-Belege dabei. Oh, das sind mal Scheiben, Junge. Kaum hat man die Sommerreifen drauf gemacht, müssen sie auch schon wieder runter. Ich denke, man sieht hier an den alten Scheiben ganz gut, dass da schon die richtige Kante da ist, dass die schon ziemlich aufgebraucht sind. Von der Dicke hätten wir noch ein bisschen Material, also die könnte man safe noch ein paar Wochen fahren. Aber die Beläge sind jetzt auch nicht mehr die dicksten. Wie gesagt, man könnte es noch ein bisschen fahren, aber Vorsorge halber einfach jetzt mal neue Bremsen drauf, weil an so sicherheitsrelevante Sachen sollte man nicht sparen. Mal sehen, ob ich hier den Bremsverschleiß so schön rausbekomme. Ja, da ist er. Das habe ich auch noch nie gesehen, ey. Dass es mit so Splinten festgemacht ist. Hallo Freunde, hier ist der Tatzo aus der Postproduktion beim Schnitt. Ja, das ist jetzt die Stelle, an der mir aufgefallen ist, dass der Bremsensatz gar nicht so passt, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe bei Redex diese Teile bestellt, hätte mir vorher vielleicht mal die Bremsen anschauen sollen, weil, wer es vorher gesehen hat, vielleicht die Bremsbeläge, die da mitgeliefert worden sind, die sind so zum Einhaken, wie bei mir 36 oder so, und nicht mit Splinten festgemacht. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachrecherchiert und habe rausgefunden, dass ich AMG-Technik-Bremsen drin habe, also noch größere Bremsen, wo ich dann auch diese anderen Bremsbeläge brauche. Ich habe zwar per Schlüsselnummer bestellt eigentlich, deswegen war ich mir sicher, dass ich die richtigen Teile bekomme, war jetzt aber nicht so. Muss ich nochmal umtauschen. Jedenfalls muss ich mir jetzt was einfallen lassen, was wir machen, weil ich das Video hier nicht weiterschneiden kann. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich hatte heute sowieso noch was vor mit dem Motorrad und ihr wolltet ja mehr Motorrad sehen, zumindest einige von euch, nicht jeder, die nur für meine 36 da sind, ihr könnt jetzt eh euch eigentlich schon verpissen. Deswegen schwinge ich mich mal kurz in meine Motorradkleidung und dann fahren wir eine Runde Motorrad, weil ich muss sowieso wohin und unterwegs halten wir mal kurz an und reden über das Moped, ne? Hallo, it's Motorrad. Man sieht es hier ganz gut an meinen Motorradschuhen und auch am Auspuff, dass da schon mal ein bisschen heiß wird. Ne? Da ist meine Regenhose mal hingeschmolzen. Und das würde ich gern ein bisschen entfernen und deswegen fahren wir mal zum Max.
Ich habe mir jetzt hier einfach irgendeinen Feldweg an der Seite schnell ausgesucht, um anzuhalten, damit ich ein bisschen filmen kann. Falls ihr gerade keinen Sound hattet beim Fahren, liegt das wahrscheinlich daran, dass zu viel Windgeräusche aufgenommen wurden mit der GoPro. Ich habe mir da jetzt gerade schon so eine Schaumstoffhülle bestellt für die Kamera. Mal gucken, ob es mit der dann gut ist. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich mir halt ein Ansteckmikrofon in den Helm. Kurz zum Motorrad. Relativ viel umgebaut, ist eine Honda Shadow, 600 Kubik. Der Rahmen ist 15 cm verkürzt, von 2-Sitzer auf 1-Sitzer umgebaut. 1,10 Meter LSL-Lenker, Blinker an der Seite vom Lenker, andere Rückspiegel, Sportauspuff von der Marke Straightpipe und halt umlackiert und so. Ja, bisschen Tuning-Müning halt. Was mich aktuell am meisten stört, sind halt diese angeschmolzenen Sachen. Hier sieht man, habe ich schon mal probiert, ein bisschen das wegzupolieren, aber ist nicht so schön geworden. Max meint, er hat da so ein Never-Dull-Zeug, mit dem probieren wir es dann mal. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt die einfach in den Kommentaren und ich probiere sie zu beantworten. Ich selber habe nämlich im Prinzip so gut wie keine Ahnung von Motorrädern. Ich fahre es halt, aber wirklich Plan habe ich da nicht davon. Das Motorrad hat meine Mom damals gekauft, ich teile mir das mit meiner Mutter. Deswegen ist der Rahmen auch 15 cm verkürzt, weil die so kurze Beine hat. Nein, Quatsch. Aber ja, ich bin kein Motorrad-Geek. Also wenn du mir irgendeinen Modellname von einem Motorrad sagst, dann weiß ich wahrscheinlich nicht mal, was es für eins ist. Was Motorräder angeht, bin ich quasi so wie Frauen mit Autos. Die fahren halt ein Auto, aber wenn du fragst, hey, was ist das für ein Modell, dann sagt die so, ein gelbes? No front! Aua! Ich fahr mal weiter zum Max. Leute. Und was sagt der Mopedmeister Max? Schaut scheiße aus. Danke. Aber nicht das. Sondern? Alles. Aber? Das ist das Zeug. Never dull. Max zeigt uns schon, wie man das benutzt, weil ich habe keine Ahnung. Never dull. Klingt wie holländischer Hersteller. Oh. Schaut richtig geil aus. Und riecht wie Lack. Boah. Das war die Nase genommen. Dann nimmst du da nur die Watte und fährst drüber, oder? Das ist matt. Die da ist so Wachs drin, oder? Da ist so Wachs dran. Geht da jetzt einmal so ein bisschen ein. Pinseln. Ist einfach mal ein bisschen was dran ist. Krümmer sollte natürlich nicht gerade heiß sein. Sondern ganz heiß, so dass er glüht. Und da kannst du stundenlang, wenn die langweilig ist. Gut, ich gehe dann mal währenddessen zu McDonald's. Ich komme nachher wieder, gell, Max? Und da reibst du jetzt nur mit dem Vlies, bis es wieder blank ist quasi, das ist das? Kein Vlies. Ja, Vlies, Watte, Wasser, immer. Dull. Oh, ui. Und damit kriegst du auch solche Schwärzungen weg. Das würde ich nicht sagen. Das Never Dull ist eigentlich, wenn du... Ich habe jetzt auch gedacht, du kommst mit was Verchromten hier so. Also echt verchromt, nicht Plastik beschichtet. Wenn was wirklich verchromt ist und du kriegst so einen Flugrosch drauf, dann kannst du das super damit wegmachen. Aber erstmal ist das nicht verchromt bei dir. Oder war es vielleicht mal. Schaut auf jeden Fall nicht mehr so aus. Und ja, so hartnäckige Sachen, die muss halt eigentlich zuerst mal wegschleifen. Bei der Arbeit haben wir halt richtig verdreckte Krümmer. Also das ist ja Plastik vom Schuh eingebrannt oder so. Mhm. Ja, der hier. Da kann ich dann wirklich mit der Drahtbürste drüber gehen. Oha. Und die Kratzer kriegst du schon wieder raus, wenn du mit der Drahtbürste hingehst. Je nach Krümmer. Das ist halt so sagen. Also ich glaube, mein Max hat mindestens 10% Ahnung von dem, was er redet, weil der ist Motorradmechaniker, darum vertraue ich da drauf. 10% kommt hin, oder? Ja. Ich habe mal meine Ausbildung geschafft, also das ist schon mal, ich glaube, dafür muss ich 10% Ahnung haben. Das untere Rohr haben wir jetzt mal ein bisschen gemacht hier. Da schaut schon mal ganz gut aus. Hier ist halt noch matt, weil ich da mal so angeschliffen habe. Das war jetzt 2 Minuten lang. Ja, wir haben jetzt nur 2 Minuten. Und da machen wir jetzt mal ordentlich. Also hier sieht man hoffentlich, dass überall so Rostflecken, so flugrostmäßig ist. Und da gehen wir jetzt mal drüber eine Weile und gucken, ob wir das alles wegbekommen.
Also der Max hat jetzt gerade mal angefangen, die Felge vorne zu polieren. Den Unterschied sieht man relativ gut. So sieht's aus, wenn nichts gemacht ist. Und so sieht's aus, wenn Max ein bisschen drüber poliert hat mit dem Neverdull. Das Ding ist halt, das Zeug ist wirklich nur für das letzte Finish. Deswegen kriegen wir den Auspuff auch nicht 100% sauber, weil dazu bräuchten wir was Gröberes. Wir haben es jetzt zwar schon ganz gut clean gekriegt, aber hier ist es jetzt halt noch ein bisschen matt. Hier der grobe Dreck ist fast ganz weg. Also es hat auf jeden Fall geholfen, es schaut besser aus als vorher. Aber dass es wieder 100%ig geil ist, müsste man jetzt halt richtig grob nochmal mit irgendwas drüber und dann immer ein Stück feiner nochmal nacharbeiten. Aber ich bin so eigentlich zufrieden. Wie schaut's aus? Felge machst du fertig, oder? Nein. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch die Mühe gemacht und die Felgen vorne und hinten an den Betten ein bisschen aufpoliert. Es ging relativ schnell, aber die sind jetzt wieder blitzeblank. Gut, bis auf die Speichen und halt die Stellen zwischen den Speichen. Ich habe halt nur die Außenbetten wieder schön aufgefrischt. Ja, aber kann sich sehen lassen. Die Rohre schauen auch wieder besser aus als davor. Alles in allem relativ erfolgreich today. Max, danke, gell? Gerne. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Machen wir Schluss für heute. Ich fahre jetzt auch nach Hause. Schock an. Und dann